Seid ihr bereit heute für eine neue Gute-Nacht-Geschichte? Na, worauf warten wir denn? Wir legen jetzt los. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 1254. Gute-Nacht-Geschichte. Und die kommt sofort. Vorher habe ich den Hinweis für euch, wenn ihr was loswerden möchtet, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr etwas wissen möchtet zu Ab ins Bett, dann schickt mit euren Eltern zusammen eine WhatsApp-Nachricht an 01525 179 6813 oder schickt eine E-Mail an marco@abinsbett.net. Außerdem könnt ihr mich auch über die Website erreichen, über abinsbett.net. Jetzt aber das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und wisst ihr was? Heute bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist für euch die 1254. Gute-Nacht-Geschichte für Mittwochabend, den 31. Januar. Julia und der jadegrüne Jutebeutel. Julia ist ein ganz normales Mädchen. Und es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar heute sein. Es war ein Tag, an dem ein jadegrüner Jutebeutel in einem kleinen, gemütlichen Laden am Rande der Stadt lag. Er lag dort und er wartete. Er wartete auf Julia. Dieser Beutel, der war ziemlich einfach. Aber er war von einer Schönheit, die man auf den ersten Blick gar nicht erkennen konnte. Seine Farbe schimmerte wie das tiefgrüne Laub im Wald, wenn die Sonne durch die Blätter scheint. Der Beutel war sehr robust, aber irgendwie doch ziemlich weich. Und er ist perfekt für Julia, um ihre Schätze damit zu tragen. Als Julia in das Geschäft schlenderte, um Brötchen zu kaufen, entdeckte sie den Beutel. Sie fand ihn sofort gut und er lag so da und er schien auf sie zu warten. Sie mochte seine Eleganz und beschließt, ihn einfach so mit nach Hause zu nehmen. Draußen war es regnerisch, als Julia den Beutel benutzte. Da merkte sie etwas Seltsames. Auf dem Weg nach Hause hatte sie den Wunsch und große Lust auf ein Stückchen leckere Schokolade. »Ich hätte so gern Schokolade«, flüsterte Julia. Der Beutel, der schien es gehört zu haben, denn genau das tauchte im Beutel auf. Eine köstliche Tafel ihrer Lieblingsschokolade. Ziemlich verblüfft probiert sie die Schokolade. Und sie war so lecker. Doch wie kommt die Schokolade in den Beutel? Sie hat definitiv keine Schokolade gekauft. Verblüfft probiert sie es mit anderen Dingen aus. Jedes Mal, wenn sie ihren Wunsch äußert, dann landet der Wunsch im Beutel. Leise flüstert sie: »Ich hätte gern einen grünen Apfel, der so grün ist wie der jadegrüne Jutebeutel.« Na und wieder war der Apfel mit einem Mal im Beutel. Und er war tatsächlich genauso grün wie der Beutel. Heute Abend, als sich Julia ihren allergrößten Wunsch wünschte, öffnet sie den Beutel gespannt. Und zu ihrer großen Überraschung fand sie darin nicht nur all die kleinen Dinge, die sie sich gewünscht hat, sondern auch den allergrößten Wunsch, den sie überhaupt hatte. Sie hat sich nämlich einen Brief von ihrer Oma gewünscht. Seit einiger Zeit lebt die Oma weit weg in einem anderen Land.
Und als Julia den Brief las, war sie erfüllt mit unendlicher Freude. Denn der Brief ihrer Oma war voller Liebe und tollen Erinnerungen. Dieser Beutel, der heute auf Julia gewartet hat, der ist wirklich etwas ganz Besonderes. Er lässt nicht nur Dinge erscheinen, er lässt auch Wünsche wahr werden. Na und klar, von diesem Moment an war der jadegrüne Jutebeutel nicht nur der tägliche Begleiter von Julia. Er ist auch eine Erinnerung für die unerwarteten Dinge im Leben, über die man sich freut. Und manchmal sind die größten Überraschungen in den einfachsten Dingen zu finden. Julia, die weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.